Sally Basel. Oder wie ich gerne sage, mega Wortspiel. Achtung, Achtung. Bärsel. Ah, da ist er. Guten Tag. Guten Morgen. Das ist der Alain von Memsport. Sie verkaufen zwar Laufschuhe, aber trotzdem empfehlenswert. Wir verkaufen auch Hälsapflaster für die Füße. Also alles, was man auch als Barfußläufer braucht. Ja. Sag mal, was ist mit der Kaffeemaschine? Kaffeemaschine machen wir. Juhu. Die Nadja ist sehr aufgeregt, denn die Nadja macht heute noch ihre Prüfung. Aber die Nadja wird es schaffen. Ich hoffe es. Ist ja nicht so schwer. Das. Genau das ist die wichtigste Übung, die ihr als Natural Runner haben könnt, machen könnt. Und sie trägt den fantastischen Namen Hüpfen. Okay, Hüpfen klingt jetzt nicht wahnsinnig sexy, das gebe ich zu. Wir nennen es auch Jump in Place. Es ist einfach, dieser Name für diese Übung ist immer manchmal, also ist auch egal. Es geht tatsächlich aber um Hüpfen und nicht um Springen. Und das macht diese Übung, so einfach sie ist und so simpel sie aussieht, so wertvoll. Sie stellt euch so viel ein. Denn worauf ihr achten solltet, ist nah am Boden zu bleiben. Deswegen heißt es, wie gesagt, Hüpfen und nicht Springen. Als Läufer wollt ihr ja möglichst geradeaus laufen, also ihr wollt nach vorne kommen und nicht nach oben. Das heißt, je mehr ihr euch nach oben abdrückt und je mehr ihr springt, umso mehr Kraft vergeudet ihr, um halt nach oben zu kommen und nicht nach vorne. Wir wollen immer gucken, dass wir nah am Boden bleiben und so wenig Kraft wie möglich vergeuden, um uns nach oben abzudrücken. Wir müssen den Boden verlassen beim Laufen, da geht kein Weg dran vorbei, aber eben so nah wie möglich am Boden bleiben. Das ist das Ziel, um viel Kraft nach vorne zu übertragen. Deswegen hüpft ihr und springt und übt beim Hüpfen wirklich kleine Bewegungen zu machen und nah am Boden zu bleiben. Das ist das eine. Das andere ist aber noch die Entspanntheit und das Lockere. Wenn ich in meinen Workshops immer die Frage stelle, wie sieht ein guter Läufer aus? Stellt euch vor, ihr sitzt im Park, da laufen tausende Jogger und Läufer vorbei. Bei wem sagt ihr, der sieht gut aus? Und das kann man tatsächlich ohne irgendwelche Winkel zu messen oder richtig Plan zu haben von Biomechanik, von Laufhaltung. Denn die allermeisten sagen dann, der sieht leicht und locker aus. Und dafür habt ihr ein ganz gutes Gespür. Und genau dafür ist diese Übung, um euch als Läufer leicht und locker zu machen. Leicht, entspannt und so auszusehen nachher, als könntet ihr 50, 60, 80, 100 Kilometer genauso in diesem leichten und lockeren Laufstil weiterlaufen. Nachdem ich euch die Übung erklärt habe, gibt es noch ein paar Infos dazu. Das Einzige, was ihr braucht, ist eure Füße, euren Körper und eine App. So eine Metronom-App, die gibt es in allen App-Stores, Metronom, Tempo, irgendwie sowas, sucht mal sowas. Und ihr stellt euch 175 Schläge pro Minute ein. Mal gucken, ob man es sehen kann. Nö, kann man nicht. Egal. 175 Beats per Minute steht da dann meistens drauf. Was genau das mit den 175 Beats per Minute auf sich hat und warum ihr darin laufen und auch hüpfen solltet, das erkläre ich mal in einem anderen Video. Das wäre jetzt ein bisschen komplex und gehört an die Stelle jetzt noch nicht rein unbedingt. Wobei man bei den 175 schon merkt, im Vergleich zu 150 zum Beispiel, könnte man ausprobieren, dass es in der Regel leichter wird, weil der Körper in Schwingung kommt, die Achillessehne, das Fußgewölbe anfangen, die Energie besser zu speichern. Das mal so als kleine Idee für die 175. Wie gesagt, konkret machen wir es nochmal in Ruhe in einem anderen Video. Also denn, ihr stellt euch einfach auf
auf einem harten Untergrund, das ist wichtig, nicht auf dem Teppich oder auf einer Wiese oder irgendwas Weichem, sondern wirklich auf dem hartesten Untergrund, den ihr finden könnt. Barfuß selbstverständlich. Und dann gibt es das Metronom mit 175. Ich lasse das jetzt nicht die ganze Zeit laufen, weil es, glaube ich, ein bisschen nervt. Ich lege es mal hier so auf den Boden, mache es nur für mich als Orientierung so gerade eben an. Ihr dürft das gerne laut machen, damit ihr es auch wirklich gut hört. Und ihr fangt jetzt an, gar nicht mal mit dem Hüpfen, sondern einfach erstmal nur damit die Frequenz aufzunehmen. Ihr lasst die Knie ganz locker, ja. Die dürft ihr wirklich ganz bouncy und locker lassen. Und die Schultern lasst ihr locker und die Arme lasst ihr hängen. Und jetzt wippt ihr ganz einfach nur in dieser Frequenz, in den 175. Das muss auch nicht groß sein, da habt ihr eh keine Chance. Ne? Also auch da könnt ihr euch mal dran gewöhnen, kleine Schritte zu machen oder kleine Hüpfer jetzt zu machen. Dafür halt ein paar mehr pro Minute. Und mir hilft diese Idee immer ganz gut, dass der Impuls für das Hüpfen nicht von unten kommt, nicht aus den Füßen, das macht dann am Ende auch das Laufen ein bisschen leichter, sondern hier hinten am Nacken, wie eine Marionette. Also hier oben ist ein Marionettenspieler, der zieht euch mit seiner Kraft nach oben und nach unten. Der packt euch hier hinten am Schlewittchen am Nacken. Da kommt der Impuls her, da ist der Zug und eben nicht aus den Füßen. Hört auf, euch aus den Füßen zu drücken, zumindest bewusst, als das Bewegungsvorstellung, sondern nehmt die Idee, dass hier oben jemand zieht und das Ganze entsprechend für euch ein bisschen leichter ist, als wenn ihr unten drückt. Okay, das ist Schritt 1. Schritt 2 wäre dann, dass die Bewegung größer wird und die Fersen ganz leicht den Boden schon verlassen. Ihr achtet immer darauf, dass die Schultern locker sind, dass die Handgelenke locker sind. Die dürfen wirklich mal so schlabbern, auch wenn es ein bisschen albern aussieht. Ist ja scheißegal, guckt ja keiner zu. What? Und die Fersen gehen ganz bisschen nach oben. Also wirklich nur so, ich zeig's mal eben, wirklich nur so. Nicht das. Fersen gehen nicht so hoch. Und ihr habt nur das Gefühl, dass das Fettpolster der Ferse, ja, dass das so ein ganz bisschen zusammengedrückt wird, wenn ihr auf dem Boden seid und mehr nicht. Also fast, ihr bleibt fast auf dem Boden. Okay. Ich zeige es mal von der Seite. Das ist es. Ja, Ferse geht nur ganz, ganz leicht hoch. Okay. Und jetzt kommt der Schritt 3. Ihr hebt tatsächlich vom Boden ab. Also die Bewegung wird noch größer, der Marionettenspieler da oben zieht noch mehr, sodass ihr ganz leicht den Boden verlasst. Aber es sind nach wie vor ganz kleine Hüpfer. Der Fuß macht das. Tack, 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 tack. Nicht das. Dumm, dumm, dumm. Aber wirklich nur tack, tack, tack. Ganz wichtig. Also, nochmal. Tack, 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 tack. Aha, mehr ist das nicht. Das ist das Hüpfen. Ganz klar, das wird anstrengend für die Waden, weil ihr euch jetzt nur nach oben drückt, da fehlt der Zug nach vorne. Deswegen, wenn die Waden warm werden, macht kurze Pause, schlagt die Beine aus. Ist ganz normal, dass es extrem anstrengend jetzt ist, weil es punktuell ist und nur nach oben gedrückt wird, vor allem für die Waden. Deswegen macht Pause, wenn die Waden warm werden. Tja, was soll ich sagen? Das ist schon der Kern der Übung. Allerdings liegt der Teufel im Detail. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das im Video jetzt umgesetzt bekomme für euch, dass ihr das wirklich alle zu Hause versteht. Oft braucht man dann schon mal so ein bisschen Hands-on vom Coach, ist leider so. Aber probiert es trotzdem mal aus. Ganz wichtig, achtet immer darauf, dass die Schultern locker sind, dass ihr gerade steht, dass ihr nicht irgendwie das macht und dass ihr nicht ins Klappmesser geht, dass ihr nicht in die Knie zusammenfallt, sondern dass ihr da auch eine gewisse Spannung habt. Aber der größte Fehler, den die meisten machen, ist halt das, dass sie ihre Fußgelenke steif machen, die Fersen oben bleiben. Und genau das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen entspannte Fußgelenke, maximal entspannte Fußgelenke. Und dann muss ich am Ende eigentlich nur noch aus der Haltung, ich gehe jetzt ein Stück zurück, damit man es besser sieht, wippen. Dann lasse ich mich einmal kurz, lehne ich mich nach vorne und dann fange ich schon an zu laufen, wenn ich mich dann wieder gerade ziehe. Warum ich gerade sein sollte, das seht ihr in diesem Video hier, das habe ich relativ ausführlich mal erklärt, warum ihr eine gerade Haltung beim Laufen halten, haben solltet. Also, aus dem Hüpfen, kurze Beschleunigung nach vorne und dann geht es wieder gerade und dann laufe ich im Prinzip schon. So eine einfache Übung und doch kann man so viel falsch machen.
Achtet auf die Fußgelenke. Die Fußgelenke sind maximal locker. Deswegen braucht ihr auch mobile Fußgelenke. Wenn ihr die noch nicht habt, dann holt euch da irgendwie ein bisschen Hilfe, Support. Viel Hocken hilft in der Regel auch viel, um die Fußgelenke zu mobilisieren. Das ist das Ding. Das ist echt die wichtigste Übung, die es gibt. Deswegen macht sie. Ich mache sie auch immer noch. Nach 10 Jahren Barfußlaufen mache ich diese Übung regelmäßig, weil sie einen immer wieder in dieses entspannte, lockere, leichte holt. Und deswegen gebe ich euch jetzt den wichtigsten Tipp mit. Das ist das beste Warm-up, was ihr überhaupt machen könnt. Wenn ihr einen stressigen Alltag habt, dann entspannt euch dadurch, lockert euch dadurch, macht es als Warm-up ein paar Minuten und macht es beim Laufen immer wieder. Also gerade am Anfang, um die Lauftechnik zu optimieren, lauft ein paar Meter, 100, 200, 300, 500 Meter, von mir aus auch ein Kilometer, dann macht ihr das wieder. Bleibt ihr stehen, springt, hüpft auf der Stelle, lehnt euch wieder kurz nach vorne, um zu beschleunigen, zieht euch wieder gerade und fängt an zu laufen. Hüpft wieder und so weiter, um das zu programmieren, um das hier im kleinen Hirn abzulegen. Deswegen machen wir das. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.